Lesben und Schwule gibt es überall. Oft sind sie unsichtbar, werden übersehen. Ausgrenzung, Beleidigungen und Diskriminierungen gehören noch immer zum Alltag. Die Jugendarbeit kann eine Menge leisten, um junge Lesben und Schwule zu unterstützen und Homophobie abzubauen. Die Fachtagung Sexuelle Orientierung und Homophobie in der Jugendarbeit sollte Aufmerksamkeit für die Situation von lesbischen und schwulen Jugendlichen schaffen, Wege aufzeigen und Kontakte ermöglichen. Die Fachtagung, ein buntes Programm mit prominenten Gästen, spannenden Vorträgen und starkem Austausch unter den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Ja. Herzlich willkommen, liebe Lesben, liebe Schwulen und liebe pflegende Angehörige. Oder Fachpersonal, die jetzt mit der Klientel versucht, adäquat umzugehen. Geht's Ihnen gut? Raus. Zwischen Vorträgen und Diskussion führen die Moderatoren und Moderatorinnen auf lockere Art durch die Veranstaltung. Wer ist schwul, lesbisch oder trans? Ja. Okay, unheimlich viele Menschen, die das nicht sind. Das ist ja toll. Also heute könnt ihr lernen, wie ihr es werdet. Das ist sehr schön. Wer kennt mehr als 3 schwule Männer oder lesbische Frauen privat oder aus der Gala? Wie wichtig die heterosexuellen Mitstreiter und Mitstreiterinnen sind, unterstreicht der Bundestagsabgeordnete Kai Gehring in seiner Rede. Wir brauchen sie, wir brauchen euch, wir brauchen die heterosexuellen Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die Kämpfer, die letztlich auch eben mit uns gemeinsam Botschafterinnen und Botschafter gegen Homophobie und für Vielfalt werden. Und in diesem Sinne eine schöne, spannende Veranstaltung heute. Danke. Es werden mehr Kontakt- und Informationsmöglichkeiten gebraucht, sagt Margret Vosseler. Sie ist Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen und Vorsitzende des Ausschusses Kinder, Jugend und Familie. Together nennt sie als positives Beispiel. Together ist für mich Ansporn und Aufforderung im Zusammenspiel von Jugendpolitik und Jugendarbeit nach Wegen zu suchen, die ein Klima der Offenheit und Akzeptanz fördern. Akzeptanz kann nicht verordnet werden. Sie muss in den Köpfen und Herzen entstehen, im Alltag gelebt werden. Eine frühe und wertfreie Aufklärung auf breiter Basis vermag dazu beitragen. Klar ist, Vielfalt ist ein Gewinn für unsere Gesellschaft. Um der Homophobie entgegenzuwirken, entwickelt die NRW-Landesregierung den Aktionsplan gegen Homophobie. Jürgen Schattmann vom NRW-Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport verweist auf den Aktionsplan, der auch die Kinder- und Jugendarbeit mit einbezieht. Denn ich glaube, es ist erstmal wichtig festzuhalten, dass Veränderungen nur dann stattfinden, wenn sie im Alltag beginnen. Die Ächtung von Diskriminierung und die Entwicklung von Toleranz und Vielfalt wird nur dann letztendlich wirksam werden, wenn sie im Alltag für die Menschen, und zwar sowohl für die von Homophobie Betroffenen oder von Ausgrenzung und Diskriminierung Betroffenen, als auch von denjenigen, die diskriminieren, gespürt wird und gemerkt wird, dass diese Gesellschaft sich auf den Weg gemacht hat, dies nicht zu tolerieren. Es gilt umso mehr, als wir wissen, dass gerade unter Heranwachsenden Homophobie und Diskriminierung nicht gerade ein seltenes Phänomen sind. Wie stark Homophobie im Alltag verankert ist und wie unbewusst Diskriminierung ausgeübt wird, zeigt Dr. Ulrich Bichele beispielhaft in seinem Vortrag. Denn sogar ein Projekt zur Drogenprävention kann homophobe Züge enthalten. Und sie haben dann einfach einen Spruch auch entwickelt, nüchtern cool, saufend schwul, und haben das entsprechend szenisch nachgestellt. Offenbar scheint die Öffentlichkeit das Thema nicht ernst genug zu nehmen. Viele glauben, dass die Gesellschaft schon alles bietet und offen ist. Ein Fehler, sagt Thomas Hermanns. Gibt die Schwulen, paar Schwulen offenen im Fernsehen und sowas, jetzt macht was draus. Ja. Weil eigentlich hat sich ja wirklich auf dem Schulhof zum Teil, das ist die Stimmung schlechter geworden, durch die Sichtbarkeit. Ja. Und wenn ich mir das wünschen könnte, weil ich dachte, was kann Koller sich wünschen, ich fände einfach schön, wenn das Schimpfwort nicht mehr schwul wäre, sondern homophob, also so einen kleinen Türkenjungen, der immer sagt, ich bin homophob, was? Das fände ich eigentlich sehr zukunftsweisende Richtung. Sehr gut, wunderbar. Dann komme ich jetzt mal. Das Coming Out ist nach wie vor ein großes Thema, für viele Menschen ein schwerer Schritt. Und kam sehr stark in Konflikt mit meiner Kultur. Also ich komme aus Chile und bin halt, mein Vater war da jetzt nicht so erfreut drüber und erzkatholisch nicht erfreut darüber und
ja, das wird schwierig. Und dann hat auf der Straße direkt das damals noch Enterprise, jetzt Together, aufgemacht und ich dachte mir, auch spannend. Und dann bin ich da einfach mal vorbeigegangen und habe gemerkt, oh Gott, du kannst dich echt engagieren und da wird dir geholfen. Und vor allen Dingen auch, hier kannst du einfach vorurteilsfrei jugendlich sein. Unterstützung stärkt die jungen Menschen. Zu diesem Ergebnis kommt auch der Psychologe Ulrich Bichele. Und die Jugendlichen, die mehr mit der Szene identifiziert waren, hatten insgesamt weniger Angst im Leben. Sie berichten über weniger psychosoziale Belastung, sie berichten über mehr psychische Stabilität, mehr Selbstbewusstsein. Und ich finde, das alles sollte es uns wert sein, in die Verquerung der Jugendarbeit zu investieren. Wie und ob lesbische und schwule Jugendliche überhaupt ein Thema in Einrichtungen sind, darüber tauschten sich Vertreterinnen und Vertreter der Jugendarbeit aus. Moderiert wurde der Dialog von der Geschäftsführerin des Paritätischen Jugendwerks in NRW, Ulrike Wertmanns-Reppekus. Bei den Diskussionen wurde deutlich, es gibt noch viel zu tun. Es ist in der Tat so, dass dieses Thema eigentlich kein Thema ist, zumindest auf Landesebene. Das ist uns nie begegnet, das ist nie irgendwie als Thema, was wir mal auf Landesebene bearbeiten, sondern an uns herangetragen worden. Ich habe dann vor dieser Veranstaltung auch noch mal ein bisschen recherchiert und was soll ich sagen, ich habe so im Internet eine Kurzrecherche, ich habe nichts gefunden, ich habe keine Projekte gefunden, Daten irgendwie, die aussagekräftig sind, sowieso nicht. Ich habe eigentlich gar keine Aussage zu dem Thema getroffen. Das ist aber natürlich auch wieder eine Aussage, weil wir können natürlich nicht davon ausgehen, dass es keine queeren Jugendlichen, sage ich mal, in der Jugendsozialarbeit gibt, ganz im Gegenteil. Wir können auch nicht davon ausgehen, dass das überhaupt kein Thema ist, dass es da keine Homophobie oder keine Homonegativität gibt. Auch da würde ich sagen, ganz im Gegenteil, ist eine Vermutung, ob die stimmt, weiß ich nicht, aber da wir es in der Jugendsozialarbeit um Angebote und Maßnahmen haben, für benachteiligte Jugendliche, die im Großen und Ganzen, oder ich sag mal, zu einem überwiegenden Teil männlich sind, also sind ungefähr 80% der Teilnehmenden sind junge Männer, gehe ich eher davon aus, dass Homophobie und Homonegativität da tatsächlich ein Thema ist. Offenbar eine große Baustelle. Kooperationen untereinander könnten das ändern. Was ich aber jetzt schon sagen kann, ist, dass wir uns gerne als Partner, insbesondere der ABER-Fachverband, anbieten, in Kooperation mit dem SVLS da Sachen auf den Weg zu bringen. Ich glaube, man kann nicht von heute auf morgen die komplette Jugendszene in Nordrhein-Westfalen verändern, aber ich glaube, wir können hier und heute einen Punkt setzen, der einen Anfang markiert. Ganz einfache Tipps und Denkanstöße für eine bessere Jugendarbeit bekamen die Teilnehmenden von Experten und Expertinnen. Das sage ich immer ganz gerne heterosexuellen Sozialarbeitern, dass sie sich das mal bitte schön irgendwo hinschreiben sollten, dass sie nicht davon ausgehen sollen, wenn sie einen Raum betreten, dass alle Menschen in diesem Raum entweder Männer oder Frauen sind oder aber eben heterosexuell sind. Möglicherweise könnte das ein erster Schritt sein und der ist auf einer ganz, ganz banalen Ebene. Also ich bin hier wirklich auf einer ganz banalen Ebene, weil ich eben gerade diese Alltagsprozesse so wichtig finde. Also auf der einen Seite die Strukturen, natürlich rechtliche Voraussetzungen, aber gerade diese Alltagsprozesse, diese kleinen Schritte, die eben den Unterschied machen, sind mir sehr wichtig, um wirklich Veränderungsprozesse dann auch in Gang setzen zu können. Ja, vielen Dank. Auf dem anschließenden Markt der Möglichkeiten präsentieren sich Projekte wie Anyway4You, eine Online-Beratung. Das heißt, Sie müssen Ihren Namen nicht angeben, Sie können uns einfach anschreiben und wir beraten dann, ohne darauf zu gucken, wo die Leute herkommen, wer sie sind, wie sie aussehen, wie alt sie sind. Das muss auch nicht unbedingt angegeben werden. Also ein ganz niederschwelliges Angebot. Querblick bietet Fernsehanfängern besondere Aktionen mit der Kamera. Und ja, die Jugendlichen, die haben immer einen großen Spaß dann, wenn sie ihre erste Liebe sozusagen als Kurzfilm darstellen können. Oder ja, wir bieten zum Beispiel auch Coming-out-Porträts an. Also wir haben auf unserer YouTube-Seite ganz viele positive Geschichten zum Thema Coming-out, wo Jugendliche, die sich ja nun mal auch auf dem Internet informieren wollen, ja, darauf stoßen können und eben positive Vorbilder für sich und ihren eigenen Weg entdecken. Die neuen Eindrücke verarbeiten und die Umsetzung in die Praxis diskutieren. Das war die Aufgabe von drei Arbeitsgruppen.
zum Abschluss gab es bei Kaffee und Kuchen einen gemütlichen Austausch über den Tag. Wem hat es grundsätzlich ganz gut gefallen? Wer hätte gerne im ersten Block eine Pause gehabt? Die Fachtagung Sexuelle Orientierung und Homophobie in der Jugendarbeit. Ein volles Programm, von dem die Teilnehmer und Teilnehmerinnen viel mitnehmen. Neue Kontakte zu Leuten auf der Landesebene zum Beispiel. Und der Tag heute hat mir eigentlich Mut gemacht, es zusammen weiter zu unternehmen und vor allen Dingen zu gucken, wo sind Gemeinsamkeiten, wo kann man auch politisch gemeinsam auftreten, damit wir nicht von der politischen Seite auseinandergepflückt werden und gesagt wird, die machen das, wenn du das machst, gibt's da Geld und wenn du das machst, gibt's da Geld, sondern zu sagen, wir haben einen gemeinsamen Auftrag an unsere Kinder oder für unsere Kinder und Jugendlichen, um da den Schulterschluss zu suchen. Ich habe ganz viele ganz konkrete Anregungen mitbekommen für die Arbeit in der Jugendeinrichtung. Ich habe ganz viele Ideen, die mir noch im Kopf schwirren, was ich jetzt nochmal bei uns auch in diese Fachgruppe mitbringen will, wo die Jugendeinrichtung zusammenkommt, die Leitung. Und ich glaube, wir kommen nur weiter, indem wirklich in verschiedenen Bereichen, an verschiedenen Stellen, und zwar ganz klein, bei sich selbst anfangen, bis eben hoch zur oberen Ebene, immer sensibilisiert wird und das Thema immer wieder angesprochen wird. Ich arbeite in der Frauenberatungsstelle und seit die lesbische Kollegin unser Team verlassen hat, liegt der Bereich ein bisschen brach und wir wollen auf jeden Fall, das ist mir ein Anliegen und auch meinen Kolleginnen und ich mir sicher, das Angebot für junge Lesben verstärken. Ich glaube, wir haben heute vieles anstoßen können hier auf der Tagung und auch viel Nachdenken erreichen können. Und das ist ein Prozess, der jetzt ins Rollen kommt. Und deshalb gehe ich nachher mit sehr guten Gefühlen nach Hause.